guten Morgen. Ich will mich aufstehen. Ich meine über den Ding meine Sorgen. Lass ich im Traum schlafe nicht auf, steh dann ohne sie auf diesem Morgen. Kann man vertrauen? Ja, das Problem, wenn ihr morgens den Kaffee machen wollt, leeret ihr da mal auf gut Glück ein bisschen Milch in euer Topf und dann zum Schluss, wenn ihr mehr Milch als ihr braucht oder weniger, da gibt's einen einfachen Trick. Man leert die Milch erst in die Tasse. Dann leert man die Tasse in den Topf. Und dann hat man genau so viel, wie man braucht. Immer ein bisschen mehr als die anderen. Früher angefangen, wenn ich jetzt bitte wandern. Gib nicht viel, was ich nicht lernen kann. Für ferne Ziele lohnt sich zu wandern. Heute ist der erste, nein, der fünfte. Offizielle macht eine scheiße Tag von Finn Kliemann. Ich habe auch so einiges angestaut und das muss ich jetzt heute alles mal erledigen. Für mich ist das jetzt das erste Mal. Keine Ahnung, wie das funktioniert, keine Ahnung, wie viel ich schaffe, aber ich habe mir da jetzt einfach mal vorsichtshalber eine Liste geschrieben. Ich finde sie nicht, aber egal, ich habe es glaube im Kopf. Womit fangen wir an? Also, wir haben an der Terrasse so eine Leiter, wo man die Agade hoch und runter laufen kann. Und da fehlen ein paar Stufen und da sollte jetzt ein paar neue genommen, aber ich habe Angst, dass meine Katze ausrutscht und da rahagelt und das wäre mir Moore. Deswegen, als allererstes kümmern wir uns mal um dich, gell? Aber jetzt müssen wir erstmal essen. Das ist mein selber gemachter Honig. Das ist leider mein letztes Glas. Jetzt wird es Zeit, dass Sommer wird, dann geht's wieder neu, ja weißt. Einmal im Jahr wirst du älter. Hast Geburtstag, ist die Welt nur für dich da. Und denk ja, einmal im Jahr wird es kälter. Nach einmal Weihnachten fühlst du dich seltsam. Denn einmal im Jahr, so gegen Winter, schmiedest du Pläne. Wir sind da ewig gewesen. Hör dich wieder im Blinddarm. Seid ihr zwei gleich nah am Arsch. Wenn's nicht jetzt klappt, dann war's das. Fünf Jahre, fünf Jahre. Keine Rede mit dem Schwanz. Freut sich, freut sich. Ja, da ist übrigens schon unsere zweite Mission. Man sieht, scheiße. Oh, und die dritte. Scheiße. Der Bulldog hat Blattfuß. Egal, das kriegt man auch. Vielleicht widmen wir uns doch erst dem anderen Problem. Also, Starthilfe. Iseki TXG 23. Junge, Alter, das ist deine Maschine. Und los. Nein. Das ist Gas. Wenn ich das Gas bewege, dann tut sich nicht. Das bedeutet, der Gaszug ist kaputt. Hier. Oh nee. Das will ich jetzt heute aber nicht auch noch machen. Oh. Fuck. Mann. Scheiße. Das ist ein Projekt für den Macht eine Scheiße Tag 2021. Ich habe heute Wichtigeres zu tun. Die Messer von unserem Mähwerk. Die sind stumm. Die sind so stumm. Das ist wie wir hier sehen können, schneidet das gar nichts mehr.
Man hätte das also schon lange mal machen sollen. Gut, dass es den Macht einen Scheißetag gibt. Ich nehme das jetzt am Montag mit ins Geschäft und schleife das. Wenn nur euer Problem, wenn ich das jetzt vergesse, am Montag zu machen und wieder nein zu machen, dann schiebe ich das bis nächstes Jahr auf der Macht einen Scheißetag auf. Und dann geht der Papa das ganze Jahr heute mehr. Oh. Unendlich ist des Meisters Kraft, wenn er mit dem Hebel schafft. Oh. Oh. Fuck! Es drehen sich doch alle in die gleiche Richtung. Da müssen doch alle gleich rum aufgehen. Wenn es sich nicht bewegt und es soll sich bewegen, dann braucht man das. Wenn es sich nicht bewegt und soll sich nicht bewegen, dann ist alles gut. Wenn es sich bewegt und es soll sich nicht bewegen, dann brauchen wir Panzertape. Und wenn es sich bewegen soll und es bewegt sich, dann ist auch alles gut. Und unser Fall ist, es soll sich bewegen, aber bewegt sich nicht. Dieses Projekt kostet zu viel Nerven. Ich kümmere mich erst um was anderes. Hier fehlen Stufen und hier auch. Die Agade hüpft jetzt immer von hier hoch und dann läuft sie hoch, weil ich glaube, dass die Angst hat, dass sie hier abrutscht. Und dann gehen die hier hoch auf unseren Balkon und wir haben keine Säge. Oh, warum haben wir keine Säge? Hier irgendwie ein Wackler. Das wäre ja gelacht, wenn der passt. Der passt. Oh, geil. Gott im Himmel. Was soll ich da jetzt machen? Vielleicht ein anderes Kabel nehmen. Vielleicht ganz klar. Meine Fähigkeit, ich habe gedacht, da ist jetzt vielleicht der Stecker da halt richtig dran oder irgendwie ein Wackler oder irgendwas ist nicht richtig montiert, aber weil da jetzt alles so aussieht, als wäre das in Ordnung, das ist jetzt einfach mal mein neues Kabel und hoffe, dass es besser ist und mache das Ding wieder zu. Und zwar muss halt wieder zu, oder? Was meinst du? Hier da dran binde, damit die sich nicht mehr drehen kann. Und dann kann sich praktisch unten drin das Messer nicht mehr drehen und ich kann meinen langen Hebel hinmachen und von ganz außen drehen. So. Jetzt machen wir. Upsa. Toll. Seht ihr, was passiert ist? Hier.
Mann, ey! Halleluja. Bin ich auf. Oh, Gott sei Dank. Das ist nur verlaufen. Ich habe ja noch mein Moped. Das ist ja auch noch so ein Projekt für den Mach deine Scheiße Tag. Aber ich glaube, das muss ich auf nächstes Jahr aufschieben. Dann haben wir ja den Bienenraum aufgeräumt. Da ist unsere Schleuder, Deckel, Böder, alles mögliche vorbereitet im Mittelwände, Kästen. Unsere Völker sind farblich markiert, das heißt, wir haben jetzt hier für 3 neue Völker die Kästen schon vorbereitet. Zucker zum Eifütterer, mein Bienenkorb und das sind die Fütterer. Jetzt haben wir letztes Frühjahr 3 neue Völker gekauft. Das Problem ist, unsere Mittelwände sind alle deutsch normal und wir haben aber Völker kauft, die in Zanderwänden sind. Und dann haben wir mit denen natürlich ausgemacht, wir setzen die um, praktisch, dass wir irgendwann unseren Brutraum zum Honigraum machen. Somit waren die leer, dann haben wir die leer geschleudert und jetzt sind die praktisch wieder fertig zum Zurückgeben. Und jetzt müssen wir ja, die eigentlich seit Herbst wegfahren, habe ich jetzt bisher nie geschafft, mache jetzt geschwind. Herzlich willkommen, wäre übertrieben. Also hier, das ist mein Shopzimmer. Ja, wie läuft es ab, wenn man bei mir im Shop bestellt? Könnt ihr jetzt eigentlich schön mal machen. Ich verlinke auch nachher den Shop unten, dann könnt ihr da draufklicken und was bestellen, wenn ihr das Bedürfnis dahin. Also es läuft wie folgt. Die Bestellung kommt bei mir rein. Das läuft momentan alles nur über Vorkasse, aber PayPal ist geplant. Dann kann ich das im Computer sehen. Also die Bestellung und auf dem Handy sehe ich, wenn das Geld reinkommen ist. Und dann kann ich das eintragen, dann fange ich an, das zu verpacken. Dann kriegt jeder, je nachdem, wenn er einen Jonathan Agrar Pulli und einen Just Farm mit Pulli bestellt, dann kriegt er da logischerweise einen Jonathan Agrar Aufkleber und einen Just Farm mit Aufkleber dazu und ein Päckchen Gummibärle und eine Autogrammkarte, handsigniert von mir. Und also keine Sorge, es hat nur ein paar. Und dann wird das verpackt und dann kriegt ihr das zugeschickt. So. In meinen Augen, lieber Finn, gibt es einen Logikfehler in deinem Mach deine Scheiße Tag. Und zwar habe ich mir ja das jetzt angeguckt, weil ich das ja heute auch machen will und habe mir Gedanken drüber gemacht. Also, du lädst das Video am 1. Februar, am 1. Sonntag im Februar hoch. Das bedeutet, der 1. Sonntag im Februar ist der Mach deine Scheiße Tag. Somit der 2. Februar dieses Jahr. Am 2. Februar muss ich aber das Video schon fertig gefilmt und geschnitten haben. Das bedeutet, ich muss das Jahr schon davor filmen. Ich also jetzt praktisch, heute ist der 25. Heute ist der 25.01.2020. Das bedeutet, dein neues Lied, wo hier im Hintergrund kommt, kam gestern raus. Ja, okay. Wie mache ich das jetzt in dem Video? Sag ich jetzt, heute ist Sonntag, der zweite Februar und sag, hey, dein Lied kam am 24. Oder kann ich einfach ganz offen und ehrlich sagen, hey, heute ist der 25.01. Weil ich muss ja dieses Video im Voraus filmen. Also theoretisch, welcher Tag ist jetzt der Mach deine Scheiße Tag? Theoretisch mache ich heute den Mach deine Scheiße Tag, der aber gar nicht heute ist. Ich bitte um Erklärung hierfür und widme mich jetzt Auftrag Nummer 5. Das war gestern kurz bei dabei war. Ups. Folgendes Problem. Beim 824 ist ja vorne am Kühler so. Oh, ich erkläre das am besten. Da an der Seite an dem Kühler sind ja so Gitter. Und die Gitter waren ja befestigt. Die sind praktisch unter wie in so einer Nische drin. Und oben muss man die mit 2 so Drehverschluss so rein drehen. Und da ist so ein Plastikstecker da dahinter und man dreht praktisch das Ding da rein. Und
und drehe das rum und dadurch ist es befestigt. Das Problem ist aber, dass also ziemlich alle kaputt sind. Jetzt habe ich da mal 6 neue bestellt, weil ich dabei war. Kostet also Ding 2,50. Ja, herzlichen Glückwunsch, egal. Muss sein. Ich starte 24 und die machen wir jetzt als erstes. Nein, das ist unser Projekt Nummer 5. Morgen, Noah! Morgen! Schön, dass du da bist. Hi! Ja. Hallo, ich habe gerade ein bisschen fertige Hände. Ich habe gerade schon den eingeklemmt und deswegen sind sie so blau. Dann hätten wir jetzt gleich mal leer wie letzte Woche. Bist du beim Mischen, oder wie sieht's aus? Ja. Dann haben wir planen, oder? Ja. Du weißt ja, Noah, heute macht deine Scheiße-Tag. Ja. Du weißt, was wir alles heute vorhaben. Ja. Wie lange brauchst du noch, dann können wir starten? Nicht mehr lang. Nicht mehr lang? Ja. Das ist aber jetzt so lang. Ja, also gut, mach. Ich will dich aufhalten, komm. Ja. Weiter. Komm, nur ein Stückchen, Noah, nur ein Stückchen, komm, hopp, bisschen noch. Ah, Noah, der braucht ja gar keinen Eimer, ist so. Hast Geburtstag, ist die Welt nur für dich da. Und denk ja, einmal im Jahr wird es kälter. Nach einmal Weihnachten.